Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Mal wieder aus dem Wald. Mal wieder am Joggen. Mehr erzähle ich euch. Wie immer nach dem Intro. Puh. Auch wenn das Wetter heute so fisselig ist, bisschen regnerisch und auch nicht so richtig warm, habe ich mir gedacht, ich gehe heute nicht in meinen Trainingskeller, sondern ich gehe raus in den Wald. Bock drauf, bisschen laufen gehen. Dreiviertel Stunde, 50 Minuten reicht heute aus. Bin ich total froh, wenn ich das gemacht habe. Da kann ich heute wieder auf der Couch fressen. Ja. Heute erst eine Kinderbuchlesung gehalten. Heute Mittag. Und jetzt war in Darmstadt. Egal. Ja, und jetzt bin ich unterwegs im Wald, bei mir im Taunus. Und werde gucken, dass ich hier meine Bahn ziehe. Mann, oh Mann. Kann jeder machen. Jeder von euch kann laufen. Ein bisschen laufen geht immer. Runter vom Sofa. Sport machen. Sieh zu, dass was wird. Komm. Auf, los geht's. Bin jetzt gut 25 Minuten unterwegs. Das ist hier mal so eine doofe Anstieg, so eine doofe Steigung. Aber da zeigt sich dann wieder die Bergziege in mir. Das geht schon. Hoch geht, runter tut manchmal weh wegen meinem Knie, aber hoch geht immer. Wenn ich die Runde wieder zurücklaufe, so zurücklaufe, wie ich jetzt hierher gekommen bin, habe ich meine 50 Minuten voll. Das ist super. Das war der Plan. Deswegen kann ich gar nicht mehr zurück. Ich muss ja 50 Minuten laufen heute. Ich kann gar nicht weniger. Sonst komme ich gar nicht zu Hause an. Gut. Also ich mache den Berg nochmal hoch und melde mich dann gleich. Nach knapp 40 Minuten ist noch alles gut. Immer noch mal ein paar Minuten. Ich bin jetzt noch ungefähr 10 Minuten unterwegs. Da bin ich an meinem Ausgangspunkt bei meinem Auto. Ist anstrengend heute, muss man sagen. Aber läuft. Läuft gut. Ich kenne ja den Wald hier. Das ist ja meine Heimat. Also, ich melde mich dann gleich, wenn ich dann da bin. So, das waren jetzt meine 50 Minuten. Alles cool. Das Auto ist da vorne. Und dann kann ich schön nach Hause fahren und die Dusche. Geil. 50 Minuten laufen. Reicht aus. Und dann hat man was gemacht für den Tag und hat kein schlechtes Gewissen. Ja, es ist ganz wichtig, das Gewissen zu befriedigen. Also, ich sag an dieser Stelle, Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Sportvlog und schickt mir mal eure Kommentare oder Bilder von eurem Sport oder irgendwas. Mal ein Lebenszeichen. Also, bis dann. Ich freue mich auf den nächsten Sport. Tschüss.